Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Herzlich willkommen in Nordthailand. Heute geht es darum, Kaffeekirschen zu schälen. Und weil das ein bisschen aufwendig wäre, bei den vielen Kilos Kaffee, die der Wolfgang heute geliefert bekommen hat, hat er sich eine Maschine gekauft. Und die schaue ich mir heute an und das seht ihr heute im Video. Auf geht's. Wir sind also etliche Wannen mit Kaffee. Der Wolfgang erzählt uns ja gleich noch, wie viel Kaffee das ist. Und ja, der Andreas ist auch noch mit dabei. Der wollte sich das natürlich auch nicht gehen lassen. Kaffee schälen erlebt man ja auch nicht jeden Tag. Und ich bin gespannt, wie es gleich rappelt und stinkt. Da unten ist eine fette Honda-Maschine dran, ähnlich wie mal in meinem Traktor. Und ich bin gespannt, gleich rappelt es und schüttelt es und dann wird diese kleine Kaffeekirsche geschält. Wolfgang, wie viel Kilo Kaffee ist denn hier angeliefert worden heute? Ich kann jetzt recht viel Kaffee haben. Okay. Eine Kaffeekirschen-Schälmaschine, da ist sie. Läuft zum zweiten Mal jetzt gleich an. Und ich glaube, der Wolfgang ist ein bisschen stolz drauf und wir waren total neugierig, mal zu sehen, wie funktioniert das Ding denn jetzt. Und ja, mein Gast, der Andreas, der ist Maschinenkonstrukteur, der war natürlich total heiß drauf, mal zu gucken und war erstaunt, mit wie wenig Technik, wie gut das Ergebnis war. Das war top. Jetzt kommt die spannende Frage, was kostet so eine Maschine? Die Maschine hat gekostet, pardon, nein. Die habe ich mir nicht bei einer Tür. Die hat keine Tobe Hanatza. Die kostet ungefähr 35.000, also ca. 1.000 Euro kostet es. Was schon viel Geld ist hier in Thailand, ja. Inklusive dem Motor da, ja. Also der, ja, Maschine sozusagen. Ja. Die Thais unterscheiden, Motor ist elektrisch, mhm. Maschine ist Benzin. Ja. Also. Jetzt mal die klassische deutsche Frage. Ich stelle mir gerade vor, ich komme aus Bad Breisig, wenn ich da oben in meiner Wohnstraße gesagt hätte, okay, ich stelle mir jetzt eine Kirschenschälmaschine in meine Garage und fange an, Kirschen zu schreddern, dann wäre vielleicht mein unmittelbarer Nachbar interessiert rübergekommen und hätte einen Kaffee geschnorrt und dann hätten wir gequatscht und alle anderen wären amok gelaufen, weil laut und. Ist das hier, wie ist das hier? Kannst du hier machen, was du willst? Ja, kannst nie machen, was du willst, aber... Wir sind ja erstens in einer agrikulturellen Gegend, ja. Und die anderen, also zum Beispiel da drüben, die fegen ihre Blätter zusammen und alle drei Tage verbrennen die das und der Rauch zieht in mein Büro hinein. Oder der Nachbar tut alle drei Tage Holz hacken um 10 in der Nacht. Das heißt, der klöppert da auf seine Holzscheite drauf wie verrückt, um 10 in der Nacht. Ein anderer macht es um 5 in der Früh. Oder sie grillen Hühner und das zieht ins Schlafzimmer rein. Oder es mäht einer ganzen Tag mit der Motorsense seinen Rasen. Oder. Und da gehe ich dann auch nicht rüber und sage, Alter, bist deppert, sondern... Das ist in sondern man nimmt das hin. Das ist in Thailand so, bitte nicht jemanden anders auf den Keks gehen mit den eigenen Befindlichkeiten. Jeder macht sein Ding und jeder versucht auch im Rahmen seiner Möglichkeiten, den anderen nicht auf den Keks zu gehen. Aber wenn dann mal was ist, dann rennt man auch nicht direkt los und beschwert sich. Das ist, glaube ich, eher typisch deutsch. Wenn ich da jetzt auch wieder Klischee bediene, keine Ahnung. Lasst mir mal euren Kommentar da. Was denkt ihr dazu? Wir waren dann noch beim Wolfgang drin, haben uns ein Kaffeelager angeguckt, die verschiedenen Prozesse, die verschiedenen Wege des Kaffeeröstens. Nein, gar nicht wahr. Des Trocknens und des Lagerns und... Weiß der Kuckuck. Der Wolfgang ist da wirklich ein totaler Experte mittlerweile mit Honey Roast und Wet Mill und Dry Tralala. Also unglaublich. Und er hat uns dann erstmal einen ordentlichen Kaffee gemacht. Und wir haben ein bisschen Kaffee getrunken und lecker gefrühstückt. Wolfgang, vielen Dank dafür. Und dann ging es dann irgendwann weiter. Dann wurde die Maschine angeschmissen. Also das ist hier eine Wet Mill oder Coffee Bean Peeling Maschine. Eine Kaffeebohnen-Schälmaschine. Da wird das Fruchtfleisch von der Kaffeekirsche, Kaffee kommt in Kirschen am Baum, ne, entfernt. Und das Kirschenfleisch kommt hinten raus und die Kaffeebohnen oder Kerne halt von der Kirsche, die kommen hier raus. Dann gibt es auch welche, die gehen nicht hinten raus, und das sind aber, ist aber auch noch Kirschenfleisch dran. Die kommen dann oben auf diesem Sieb
werden die hin und her gerüttelt und fallen an diesen Druck da drüben und die richtigen Kaffeebohnen, die echten ehrlichen, kommen hier rein. Genau. Und das da drüben, das schreddern wir dann so lang, bis fast nichts mehr über ist. Ich sag da. Für. Kilo Kirschen, ungefähr so viel war das, hat der Wolfgang durch die Maschine laufen lassen und alles in allem hat das nicht mal eine Stunde gedauert. Das ging also wirklich ratzfatz. Das, was dann am Ende in die rote Wanne gelaufen ist, wo die Trennung von Kirsch und Kern nicht funktioniert hat, hat er 7-mal durchlaufen lassen und da ist wirklich nur noch ganz, ganz wenig übrig geblieben. Wie viel ist das? 800 plus minus 800 Gramm. Das ist der Rest von wie viel? 200, ich zähle es gerade zusammen, 250 oder was Kilo. Okay, aber die schmeißt du jetzt auch nicht weg, was machst du damit? Die werden jetzt getrocknet und werden die sind jetzt 7-mal gemahlen, die 7, die magische Zahl in Thailand und im Buddhismus, und sind immer noch nicht zerplatzt, natürlich weil die klein sind, aber der Buddhist und Hindu und Thailänder glaubt dann, dass die quasi magische Fähigkeiten haben, nämlich so wie in einem Unfall und dir passiert nichts, und die werde ich dann dem Achan, dem Mönch von dem Kloster, wo ich da Mitglied bin, anbieten und vielleicht macht er dann Amulette draus, mal sehen. Oder er macht sich einen Kaffee draus. Tja. Ich bin begeistert, wenn sich jemand begeistert. Und der Wolfgang ist begeistert von Kaffee. Er ist wirklich passionierter Kaffeehersteller,
Veredler, wie man das auch immer nennen mag. Hier stehen überall verschiedene Teller mit Proben drauf und er kann zu jedem Teller sagen, was er da gerade am Austesten ist, am Probieren ist. Und dann hat er uns noch was von irgendwelchen Hefen erzählt, die er jetzt bestellt hat. Also es war ein sehr, sehr interessanter Tag. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Mir ist eine Sache noch ganz kurz wichtig am Ende. Nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich hier den Wolfgang und seinen Kaffee promote. Der Wolfgang hat mir 2 Päckchen Kaffee geschenkt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich mache das nicht für Geld oder so, sondern einfach, weil ich das toll finde, dass er so ein tolles Produkt hier aus lokalen Sachen herstellt, veredelt. Weil das hilft nämlich den Menschen hier vor Ort ungemein, wenn jemand einen fairen Preis für ihre Produkte bezahlt. Das ist sehr, sehr wichtig und das ist eigentlich das Allerbeste, was man hier überhaupt machen kann. Also, in diesem Sinne, macht's gut, seid nett zueinander, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Thailand.